Hallo, ich bin Ulrich und ich hatte ja im letzten Video schon gesagt, was ich so an Geld im Moment versuche zu sparen. Nach gescheiterter Selbstständigkeit, nach Theater mit dem Finanzamt. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Insolvenzverwalter und diesen ganzen fange ich ja jetzt wieder an, ein bisschen, ja, Vermögen will ich nicht sagen, Kapital aufzubauen. Das hatte ich ja im Gesamtvideo vorgestellt und heute soll es mal um den Rentenfonds gehen, den ich mit 25 Euro im Monat bespare. Da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Ist zum einen das erste Mal in meinem Leben, dass ich was mit Renten mache. Also, dass ich Geld in Geld anlege. Das meint das. Der Sparplan läuft Open End, 25 Euro. Da werden jetzt die Klugscheißer sofort sagen, ist zu wenig. 150 sollen es eigentlich wenigstens sein. Haben die Klugscheißer recht? Ja, da haben sie ausnahmsweise wirklich mal recht. Aber hier geht es eigentlich eher darum, dass es Spielen mit echtem Geld ist. Gehe ich gleich drauf ein. Erstmal, ich habe bisher 350 Euro einbezahlt. Ich könnte 340 Euro jetzt, wenn ich ihn verkaufen würde, wiederkriegen. Also müsste über den Daumen 10 Euro Verlust akzeptieren. Und 1,50 € Dividendeneinnahmen hatte ich dieses Jahr doch auch schon. Immerhin. Wenn wir uns als nächstes den aktiv gemanagten Aktienfonds angucken oder sogar meinen DAX-ETF, physisch replizierenden ETF auf den DAX, dann sind diese Zahlen verschwindend gering. Wo geht es hier drum? Hier steht Grameen Bank dran. Das müsst ihr bitte genau so auch schreiben. Ich lege euch den Wikipedia-Artikel unten rein. Das ist immens wichtig, wenn ihr das phonetisch sucht, sagt Tante Google die Kaminbank. Und mit einem Sitzmöbel in der Nähe einer Heizgelegenheit hat das nun wirklich nichts zu tun. So, die Kaminbank, nein, die Graminbank. So, Klischees. Habe ich am letzten Video schon gesagt, als ich das so grob vorgestellt habe, ohne genaue Gewinn- und Verluste. Also hier müsste ich einen Verlust realisieren, wenn ich jetzt aussteigen würde. Natürlich könnte man auch teilweise aussteigen. Also wenn dann so, ich sage ja mal, die vier Phasen der Verbraucherinsolvenz, wenn man so in der ersten Phase ist, wo man dann mit dem Gerichtsvollzieher Termine hat und aber durchaus immer noch alles irgendwie wieder beglichen kriegt, könnte man dann hier, weiß ich, 340 Euro auch rausziehen und dann würden da halt noch irgendwie 5, 6 Euro stehen bleiben. Ne? Wie gesagt, das sind nur grobe Richtwerte. Nicht reich rechnen und arm scheißen, die 1,50 € Dividende, der fließt voll in diese 340 Euro wieder mit rein. Ne? Der ist da also doppelt mit drin. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen bei diesen ganzen Fonds- und Aktiengeschichten, dass man das nicht doppelt rechnet. Und ich sage immer, reich rechnen und arm scheißen. So, Graminbank. Klischees wollen bedient werden. Und ich muss jetzt, wenn ich das wirklich erklären will, ich denke, dass ich Klischees jetzt mal bedienen darf. Also, da ist eine Frau, eine Hausfrau in Indien und die würde gerne eine Änderungsschneiderei aufmachen, mit dessen Gewinnen sie dann zum Familienhaushalt beitragen kann, wenn sie denn 100 Euro für eine Nähmaschine bekommen würde. So. Die sparen kann sie die nicht. Das sitzt beim besten Willen nicht drin. Und eine Bank leiht ihr keine 100 Euro. Gut, also, was muss sie dann machen? Gar nichts. Sie kann nichts machen. Und dann kam der Herr Gramin, der auch gar nicht so heißt, steht aber in dem Wikipedia-Artikel drin. Vorsichtig mit Wikipedia, ich weiß, ich höre es mich immer wieder sagen. Dr. Silvester zu Gutenberg hatte als Adeliger 42 Vornamen. Nun, bei Wikipedia hatte er zeitweise 43. Ja. Die haben keinerlei Qualitätskontrolle. Ich habe mir den Artikel vor ein, zwei Wochen, als ich das Video geskriptet habe, heute ist übrigens der 1. Dezember, der 1. Januar 2022. Wir haben Neujahr. Ich bin weder am Silvester am Feiern, noch am Corona feiern. Ich bin überhaupt kein Feiertyp, ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Sei es drum, ich weiß, es interessiert euch eigentlich gar nicht. So, und der Wikipedia-Artikel zu Graminbank ist recht gut.
brauchbar. Ja, ich persönlich würde es an der einen oder anderen Stelle, habe ich durchaus Kritiken, aber es ist jetzt nicht so wie bei dem Film Raus, den ich euch gerne unten reinlege. Wenn ihr meine Rezession euch anguckt und euch dann anguckt, was da bei Wikipedia steht, dann müsst ihr euch fragen, ob der Rezident bei Wikipedia und ich, ob wir den gleichen Film geguckt haben. So, vorsichtig mit Wikipedia. So, der Herr Gramin sagt dann, ja okay, ich leihe Ihnen diese 100 Euro, damit Sie die Nähmaschine kaufen können und dann Ihr Kleingewerbe starten können. Ich will es aber wieder haben mit Zinsen. So, und da kommt jetzt ein extrem neoliberaler Geist ins Spiel, nämlich Professor Rieck. Macht recht erfolgreich einen YouTube-Kanal. Früher hieß dieser Kanal Prof. Rieck, das heißt, das war wohl eher ein Kanal, mit dem er sich an seine Studenten versucht hat zu richten. Und dann hat er gemerkt, ich bin im richtigen Thema, ich bin im richtigen Moment mit dem richtigen Thema an der richtigen Stelle, und dann hatte er Erfolg. Sei ihm von Herzen gegönnt. Ist ein extrem neoliberaler Geist. Wir müssen uns ein bisschen mit dem Thema neoliberal bei mir immer auseinandersetzen. Das andere Extrem ist eine Frau Ulrike Herrmann. Die hat das Buch geschrieben, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Alles, was ansatzweise neoliberal ist, lehnt diese Frau grundsätzlich und prinzipiell ab. Halte ich für nicht so gut. Ich bin auch kein neoliberaler Geist. Und ich finde neoliberal in 90% der Sachen, die es da gibt, auch nicht gut. Aber ich würde nicht alles verteufeln, zum Beispiel das da. So, das muss einem klar sein, im Neoliberalismus, wer arm ist, hat sich seine Armut verdient. Wer reich ist, hat sich seinen Reichtum verdient. Das ist neoliberales Gedankengut in seinem tiefsten Kern. So, das ist hier wichtig, weil hier im Prinzip ist das ein neoliberales Denken, muss man so sagen. So, diese 25 Euro, die könnte ich auch spenden an Brot für die Welt, an Miserio, wie auch immer. Und dann, ja, was machen die damit? Habe ich da eine Transparenz? Eher nicht. So, was macht meine Bank damit? Die verteilt es an Banken wie die Gramin Bank. Wenn man sich den Verkaufsprospekt dazu mal durchliest, die Gramin Bank spielt bloß noch eine kleine Rolle. Ne? Aber das Geld wird halt auch auf die ganze Welt verteilt. Und geht dann an diverse Mikrokreditinstitute in Ländern der dritten, der vierten und der fünften Welt. In der ersten Welt gibt es auch noch Mikrokreditinstitute, also in unserer. In Ländern der zweiten Welt wüsste ich es so nicht, wäre eigentlich auch nicht plausibel. Erstmal, wie man sich fühlt, wenn man so in so eine Schublade gesteckt wird. So. Ich kann mich entsinnen, ja, meine Oma, ich habe die als Kind noch kennengelernt, die hat dann auch Geld nach Indien geschickt, und aber was an Bedingungen geknüpft war, und die waren hart, das konnte die nichts für. Die wusste ja auch nur das, was die staatlich gleichgeschalteten Linearmedien, die Kirchen und so weiter ihr erzählt hat. Die hatten ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hatten die Menschen ja noch keine Möglichkeit, sich wirklich frei zu bilden und frei zu informieren. Von daher denke ich, sie hat mit bestem Wissen und Gewissen sicherlich gehandelt. Aus heutiger Sicht, ich habe das kürzlich mal in einer alten Akte wiedergefunden und es hat mich geschüttelt. Es hat mich wirklich geschüttelt, an welche Bedingungen dieses Geld geknüpft war. Da hat man heute die Tränen in den Augen. Aber sie wussten es halt nicht besser, und die staatlich gleichgeschalteten Linearmedien haben den Leuten halt gesagt, was sie wissen durften und was sie nicht wissen durften. So, da ist die Batterie alle. Okay. Hier liegt die Reservebatterie. Eine habe ich da noch. Und dann war es das auch. Also mehr als 2, 3 Videos kann man mit der Kamera nicht mehr aufnehmen. Gut. So, das kann auch der Kaffeebauer in Peru sein. Das kann auch, wie sagt Pater Braun so schön, im Bubunda Ubundi irgendwo hingehen und damit irgendwo geholfen werden, in der Form, dass der Kaffeebauer neue Pflanzen kaufen kann, dass der Kakaobauer neue Pflanzen kaufen kann und so weiter. Gibt es andere Möglichkeiten, als das mit Geld zu machen? Ja, da hat der YouTube-Förster.
Der Ben vom Kanal Ein Mann im Wald, kürzlich ist gut, kann auch schon wieder ein Jahr her sein, die Zeit rennt ja man so, auch ein schönes Video gemacht. Ähnlich wie der Prof. Ried ein Video gemacht hat, Spielen mit echtem Geld. Wenn ich es wiederfinde, will ich es euch gerne verlinken. Vielleicht weiß es ja auch ein Zuschauer, was ich gerade meine. Es macht was anderes, ob ich mir einen Graphen angucke, ob ich mir Zahlen in Excel angucke oder ob ich mit wirklichem Geld hantiere. Das macht einen Unterschied. Das ist eine lange Rede, kurzer Sinn. So, und das sind diese 25 Euro. Ich könnte die auch spenden. So, und wenn ich da nichts von wiederkriege, dann ist es so dramatisch auch nicht. Weil diese 350 Euro, also 300 Euro im Jahr, im Moment kann ich es mir leisten. Den Sparplan kann ich jederzeit stoppen. Wie gesagt, ich kann jederzeit auch Geld rausziehen, wenn ich dann wieder der bin, der Spenden braucht. Oder der Hilfe in Form von Krediten gebraucht. Ich mach mal eben die Kamera aus. Was ich nicht weiß, wo ich ein ungutes Gefühl bei habe, ist, was passiert jetzt, wenn der Kaffeebauer, der einen Mikrokredit aufgenommen hat, um seine neuen Kaffeepflanzen zu kaufen, oder das kann auch ein Reisbauer sein, das kann wie gesagt eine Näherin sein, irgendwo ist das schon so ein bisschen von oben herab in meinen Augen, aber ich kann die Welt auch nicht retten. Ich muss mich da auch ein bisschen, ähnlich wie meine Oma, ein bisschen den Gegebenheiten anpassen, die es halt heute gibt. Vielleicht steht hier mein Neffe. Die Kinder von meinem Neffen sind dann was? Die Großneffen hier und schütteln sich genauso, wenn sie dann mal in 50 Jahren in meinen Akten rumwühlen. Wer weiß. So. Ich weiß halt nicht, bleiben wir mal bei den Kaffeebauern, wenn der pleite geht. So, jetzt gibt es zwei Optionen. Variante 1 ist, er geht pleite, weil er Fehler macht, die er hätte vermeiden können. Heißt, ich bin kein Förster, Kaffeepflanzen brauchen Schatten. Und man hört immer wieder aus dem Bereich GTZ, also gesellschaftstechnischer Zusammenarbeit, heißt das, Entwicklungshilfe, DED, Deutscher Entwicklungsdienst, da habe ich auch mal Projekte in Brasilien mit eigenem Auge gesehen und auch schon mit unterstützt. Und ich hörte dann wohl noch, auch als junger Mann, ja, das hat alles nichts gebracht, die Pflanzen sind alle wieder eingegangen, weil die halt einfach kein Wasser hatten zu dem Zeitpunkt, Dürre. So, haben sie wohl immer noch, hat sich wohl auch seitdem nicht viel dran geändert. So, jetzt rede ich hier so dummes Zeug gerade. Nein. Einmal gibt es natürlich Fehler, die der Plantagenbesitzer, die der Kaffeebauer da machen kann, indem er Kaffeepflanzen anbaut, aber die Bäume drumherum fällt, die die Kaffeepflanzen brauchen, weil sie Schatten brauchen. Gut, in dem Fall würde ich sagen, ja okay, bist selbst dran schuld, dann sieh zu, wie du da wieder rauskommst. Neoliberales Denken, okay. Aber jetzt kann es natürlich auch passieren, dass er Geld in die Hand nimmt für Pflanzen und die ihm dann simpel vertrocknen, weil er einfach keine Möglichkeiten hat, sie zu wässern. Und dann weiß ich eben nicht, was diese Institute dann mit dem machen. Ob sie den dann in die Mangel nehmen, bis zum geht nicht mehr, wie in meinem Fall die AXA Colonia, oder ob sie sich wie die Advancia Bank fair verhalten und sagen, ja komm, dann seien dir deine Schulden entlassen, du konntest ja nichts dafür, wir schreiben den Kredit ab. Und ich habe kaum Möglichkeiten, da irgendwas zu beeinflussen bei diesem Modell. Was der Ben vom Kanal Ein Mann im Wald vorgestellt hatte, ist, dass es gibt wohl auch Organisationen, wo du sehr konkret dem Kaffeebauern Pflanzen bezahlen kannst und im Gegenzug aber hier keine Rendite kriegst, sondern im Gegenzug dann diese Naturaldividende kriegst. Also du kriegst da nicht deinen Kaffee zugeschickt. So einfach ist es gar nicht, Kaffee zu rösten. Also Kaffeeröster ist ein Meisterberuf, wenn ich da richtig informiert bin. Sondern aber Fotos von der Pflanze und diesen ganzen Pipapo. So, das sind so hin und her und irgendwo habe ich schon ein schlechtes Gewissen dabei, was ich da mache.
So, jetzt sind wir eigentlich soweit durch. Reden wir mal eben kurz über Mikrokredite für die erste Welt. Also Deutschland, Westdeutschland und Südkorea und allgemein Westeuropa. Die gibt es hier auch. Auch meine Bank bietet da auch entsprechende Produkte an. Da bist du allerdings nicht mit 25 Euro dabei, sondern da reden wir dann schon über Einlagesummen von 1000 Euro, damit sich das auch lohnt. Was es wohl auch gibt, da bin ich allerdings im Moment nicht mehr drin, nicht mehr auf dem Laufenden, ist die Smara Bank und, wie hießen die anderen noch? Wenn ich es finde, lege ich es euch unten rein. Micro Money oder Micro Money oder so irgendwie. Das sind, aber die haben alle so einen durchwachsenen Ruf. Die haben alle so einen durchwachsenen Ruf. So, ja, ich habe mich da in früheren Jahren mal mit beschäftigt. Wie gesagt, es gab auch Zeiten, wo es mir erheblich schlechter ging als heute. Habe ich aber im einleitenden Video ja schon erklärt und gesagt. Und auch ich habe Gläubiger gehabt, wie die Advantia Bank, die sich äußerst fair verhalten haben. Ich habe Gläubiger gehabt, wie die AXA Colonia, die nochmal richtig zugeschlagen haben und die alles tun, um einen ans Messer zu liefern. Alles. Und Gläubiger natürlich wie das Finanzamt, die damit ins gleiche Horn blasen. So, und da werde ich mal. Und dass es jetzt so gekommen ist, dass ich sagen kann, hier, was wollt ihr für einen Finger? Der Insolvenzverwalter hat Kohle gekriegt. Ja, wenn man das alles erlebt hat, sieht man diese Welt ein bisschen anders. Aber meine Bank bietet dieses Produkt auch für Mikroinstitute der ersten Welt an. Aber da bist du, glaube ich, gucke ich mir dann an, lege euch den Link unten zu rein, die WKN zumindest unten rein, Wertpapierkennnummer. Bist du dann auch mit irgendwie wenigstens 500.000 Euro, sowas ist, sind die Sparbeträge da, weil da sind natürlich höhere Summen. So, bei einem Mikrokredit in unserer Welt, in der ersten Welt, geht es dann schon mal darum, einem, der einen Handwerksbetrieb aufmachen will, ein Auto zu finanzieren. Und also es sind ganz, ganz andere Summen. Ne? Als einen Kaffeebauern in Peru die Kaffeepflanzen oder eine Näherin in Indien die Nähmaschine zu bezahlen. So, was machen die Beschenkten, Beglückten? Beschenkt sind sie ja nicht, sie müssen das Geld ja zurückbezahlen, hatte ich ja gerade eigentlich damit. Was machen sie dann mit den Gewinnen nach Zinsen und Steuern? Wenn es denn da Steuern gibt, aber gehen wir mal von aus. So. Erfahrungsgemäß wird das Geld nicht in den Betrieb gesteckt, sondern als erstes mal in ein angenehmeres Leben. Ist das verwerflich? Die Frage möchte ich einfach mal offen lassen. Ne? Davon den Gewinnen, die dann mit so einem Kredit erzielt werden, da wird dann der Fernseher von gekauft, da wird dann das neue Sofa, das neue Chaiselong von gekauft. Oh, ja, hier hinsetzen kann ich mich eigentlich besser auf. Jetzt fehlt mir hier bloß noch mit dem neuen IKEA-Tisch irgendwie ein Kaffee. Ne? Den werde ich jetzt hier nicht herzaubern. So, das weiß man auch. Ist das verwerflich? Nee, für neoliberale Geister ja. Ja. Ich weiß nicht so ganz genau warum, aber ist halt alles so. So. Oh, wie lange habe ich denn schon wieder jetzt erzählt, dass der eine Akku schon wieder alle ist? Oh doch, schon wieder 19 Minuten. In diesem Sinne, als nächstes will ich dann das nächste Produkt angehen, was eine Fehlentscheidung war und was ich jetzt zum Jahresende auch stoppen werde. Da geht es um einen aktiv gemanagten Aktienfonds. Bis dahin, ade. Ach ja, hier geht es jetzt, das Video will ich erst nächstes einmal im Jahr, denke ich, solche Zahlen zu sehen und zu verfolgen. Das reicht einmal im Jahr vollkommen aus. Und wenn Januar, Februar vorbei sind, wird es auf diesem Kanal auch wieder sehr ruhig werden, weil wir viele Themen halt nur einmal im Jahr anfassen müssen. Bis auf gesetzliche Rente, da reicht es eigentlich dann auch aus, das alle 5 Jahre mal anzugucken. So, bis dahin. Ade. So, Lumix ist schon aus. Q4 ist aus. Q8 ist aus. Q4.